Servus, ich bin's der Duke, bin wieder zurück. Ich mach mal kurz hier ein Kurzvideo über die Haut vom Hellboy, da mich einige gefragt haben. Wir versuchen das mal so schnell wie es geht hier hinzubekommen. Ich mache jetzt hier kein super Tutorial, in dem man sieht, wie habe ich was gemalt und so weiter und so fort, sondern ich erkläre nur die Schritte, um den Hellboy in so einer Qualität ungefähr zu malen. Falls die Kamera manche Farben hier zu krass oder zu stark zeigt, das, keine Ahnung, das ist einfach die Videokamera. Ihr müsst euch einfach die Farben ein bisschen schwächer vorstellen, ja, das war's. So, als allererstes fangen wir mal an. Ihr braucht diese Farben, die ihr hier seht. Dazu immer destilliertes Wasser. Flow Improver von Vallejo und das Glaze Medium. Und das sind ungefähr die Farben. Ihr könnt Carmine Red nehmen. Fangen wir mal so an. Moment. Oder Flat Red. Ich habe bei meiner Version Flat Red genommen. Und na gut, dann zeige ich mal ganz kurz die Schritte. Als allererstes wird der Hellboy schwarz geprimed. Da habe ich hier den Vallejo Primer genommen, mit der Airbrush, schwarz geprimed, komplett. Habe dann ein paar Schatten eingesetzt, indem ich Royal Purple, Imperial Blue gemixt habe mit dem Flow Improver und habe dann letztendlich Schatten hier unten reingesprüht, da am Hals. Überall, wo die Vertiefungen sind, habe ich schon mal die Schatten so reingesprüht. Unter dem Arm. Hier an der Seite. Bei den Hörnern. Und so weiter. Das habe ich schon mal vorgesprüht mit der Airbrush. Ja. Als nächstes habe ich Flat Red genommen. Schön flüssig vermixt. Und den ganzen Körper damit besprüht. Also sprich hier die Muskulatur, die Arme, den Hauptteil, 80% ungefähr. Den Rest habe ich schön mit diesem Royal Purple gelassen, sodass sich das nicht verwischt. Ja. So. Auch hier oben der Teil wurde stärker eingesprüht. Der Kopf und die Hörner. Auch natürlich das Gesicht. Aber immer so vermixt, dass es so flüssig bleibt, dass ihr nicht euren eigenen Schatten, den ihr ja kreiert habt, zerstört. So, das nächste, was ich getan habe, ich habe zu meinem Flat Red Orange Fire gemixt. Sehr flüssig, wieder schön mit Flow Improver und habe dann schon mal Highlight auf die Figur gesprüht. Moment, so. Auf den erhöhten Teilen der Muskulatur überall habe ich ein paar Lichtstellen reingearbeitet mit der Airbrush. Auch an den Rippen, an den Knien, am Schwanz und hier oben und auf dem Kopf. Also überall, wo ihr Licht hinhaben wollt oder erhöhte Stellen sind, die habe ich mit meiner Mixtur besprüht. So, als nächstes habe ich Sunny Skin in meine Mixtur eingearbeitet und zwar ungefähr so 10%, also 50, na sagen wir mal 60, 30, 10 ungefähr, so müsst ihr mal für euch so austesten. Dazu immer schön Glaze Medium, weil wir wollen ja das ganze Ding glazen, sonst bekommt man solche Farbübergänge nicht hin. Ich weiß auch gar nicht, ob man das hier auf der Kamera überhaupt sieht, aber ich hoffe es. Mit dem Pinsel, die Glaze Technik muss man wissen für diese Figur. Ansonsten habt ihr überall Striche und so weiter. Das sieht nicht gut aus. Na gut, und dann bin ich vom dunkleren Teil der Figur zum höheren Punkt gegangen mit dem Glaze. Immer in eine Richtung und habe damit dann die Stellen aufgehellt. Überall. Überall, wo ich das heller haben wollte. Auch sprich hier auf den Bauchmuskeln und natürlich dunkler gelassen. Auf den Knien. Und so weiter und so weiter. Also überall, wo es erhöht ist, habe ich immer wieder vom Dunkel nach Hell.
Das gleiche habe ich dann nochmal gemacht mit Livery Green. Bin mit Livery Green in meine Mixtur rein, so circa 5%. Habe die ganze Mixtur verstärkt und habe wieder mit der Glaze-Technik von dunkel nach hell, von dunkel nach hell. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Zudem habe ich noch mit Sunny Skin ein paar Akzente gesetzt. Das heißt, ich habe ein bisschen ganz hauchdünn hier oben an den Muskeln und so weiter, an den Fingern, im Gesicht, weiß nicht, ob man das sieht, überall so leichte Akzente gesetzt. Ja, und das war's. Und so entsteht die Haut von Hellboy. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt noch ein, wie heißt das hier, dieses Citadel Glaze drüber knallen, aber würde ich gar nicht mehr machen. Braucht ihr nicht. Ich finde meinen Hellboy so ziemlich geil. Sieht cool aus. Hat Fades gemacht. Aber ich muss sagen, der Rest natürlich. Ach ja, die Schatten. Nochmal. Royal Purple, Imperial Blue und ein bisschen Schwarz. Und dann immer schön glazen in die dunkleren Ecken rein, sodass dann wirklich ein schöner Farbübergang entsteht. Immer alles glazen. Also diese Figur wird fast nur geglazed letztendlich. Ja? Ansonsten hat man unschöne Stellen auf der Haut, Striche oder Tupfer oder was weiß ich. Und das ist alles nicht schön. Und wir wollen ja eine glatte, schöne Haut haben. Very smooth. Und so entsteht das Ganze. Ja, ja, das war's zum Thema Hellboy. Wie man so Leder malt und so, muss ich ja jetzt nicht erklären. Das muss man wissen. Diese Figur von Hellboy Kickstarter, Mantic Kickstarter Game, sind wirklich, wirklich schwer. Also das ist nichts für Anfänger. Allein wenn man mal hier sieht, den Ape Sapiens, das ist, also ist jetzt meine Version, die haben den ja einfach nur in grün gemalt, der Angel Giraldes, und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich finde ihn blau so viel cooler. Hab noch ein paar Extras eingebaut, so wie diese kleine Flasche hier, diesen Behälter, als hätte er etwas da eingefüllt, am Tatort gefunden. Habe auch einen Spiegeleffekt drüber gemalt. Ja. Allerdings, diese Figuren sind ein krasser Unterschied gegenüber den Resin-Figuren, die der Angel Giraldes hier malt. Die sind nämlich 100-mal besser detaillierter und modelliert als die Kickstarter-Figuren. Ihr könnt mal auf meinen Instagram-Account gehen, da zeige ich nämlich auch mal ein paar Stellen. Allein hier, wenn man sieht, bei der Pistole fehlt der Hahn da hinten, fehlt die Spitze der Pistole und naja, und diese Harpune ist auch nicht so super. Aber im Großen und Ganzen sind diese Figuren für ein Kickstarter-Verhältnis echt exzellent gut. Top, kann man nichts sagen. Mir gefallen sie sehr, sehr gut. Ich bin froh, sie zu haben. Dank Mantic hat sie mir geschickt. Ja, das ist mein Kriegaffe. Den habe ich auch geglazed mit einer speziellen Technik, um diese Handschuhe so hinzubekommen. Das erkläre ich aber mal in einem anderen Video. Ich finde auch eine super coole Figur. Hat Spaß gemacht, den zu malen. Aber alles ist wirklich auf dem absoluten Expertenlevel. So ganz als Anfänger sehr schwer zu malen. Also wenn ihr einen Auftragsmaler in eurer Nähe habt, dann gebt ihm das lieber, weil das ist wirklich sehr schwer. Sehr, sehr schwer zu malen. Na gut, das war's erstmal. Ansonsten im nächsten Video erkläre ich, wie man solche Handschuhe so malt oder die Hautfarbe von Ape mal kreiert. Aber so im Großen und Ganzen kann man sagen, war's das. Ich bin mittlerweile mit der Blood Rage Commission fast durch. Mit Zombicide Friends and Foes auch. Dazu gibt es dann noch ein paar Bilder. Könnt ihr auf meinem Instagram-Account sehen. Dukes Paint Art Instagram oder bei Facebook. Auch Dukes Paint Art. Und ich mache dann eine kurze Pause, weil ich muss hier mein Studio ein bisschen umbauen. Wir bekommen nämlich Zuwachs von einer kleinen, süßen Tochter. Und bin mal echt gespannt, wie es wird. Und dann muss ich hier ein bisschen umbauen und alles. Und dann geht's ab August, so Juli, August, geht's dann wieder richtig los. Dann machen wir mal ein bisschen mehr für YouTube. Und ja, also in diesem Sinne, haut rein. Es kommen noch ein paar coole Features, kommen ein paar PDFs. Wart's mal ab. Und natürlich viele, viele Giveaways kommen alle auch über Instagram sichtbar. Und freut euch drauf. Also, bis dann, ne? Euer Duke. Tschüss.